Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute soll es gehen um meine Plein Air Malausrüstung. Oft werde ich in den Kommentaren und auch auf Social Media gefragt, welche Dinge eigentlich zu meiner Plein Air Malausrüstung gehören. Ich bin hier gerade im Moment noch im wunderschönen Südschweden und wie ihr wisst, bin ich gerne draußen unterwegs zum Malen. Also habe ich euch heute einmal meine Malausrüstung mitgebracht und werde euch die einzelnen Teile jetzt zeigen. Wenn ich draußen male, überlege ich mir vorher, ob ich meine ganz kleine Malausrüstung mitnehmen möchte, ob ich also nicht viel Zeit habe oder einfach mit der Familie unterwegs bin und schnell ein kleines Motiv, wenn sich eins ergibt, unterwegs malen möchte. Wenn ich zum Beispiel auf einer Malreise oder einem Kurs extra zum Malen unterwegs bin, dann nehme ich die etwas größere Ausrüstung mit. Also dann habe ich eine Staffelei und auch meine große Malpalette. Das zeige ich euch etwas später im Video. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit der ganz kleinen Malausrüstung. Alles, was ich jetzt zum Malen brauche, ist hier in diesem kleinen Rucksack drin. Da schauen wir mal jetzt gemeinsam rein. Dies hier ist mein Aquarell-Skizzenbuch. Das ist das Bösener Aquarellbuch mit dem roten Einband und Cansonpapier 20 Gramm stark. Ich habe verschiedene Skizzenbücher ausprobiert über die Jahre und bin immer wieder hierhin zurückgekommen. Dieses Buch funktioniert für mich sehr, sehr gut. Es ist Zellulosepapier, also ich muss ein wenig anders malen in diesem Buch als mit meinem normalen Büttenpapier, welches ich ja sonst bevorzuge. Aber ich bin daran gewöhnt und es funktioniert einfach gut für mich. Die Farben sind strahlend und leuchtend. Und es ist relativ klein. Ich habe dieses quadratische Format 25 x 25 cm und damit bin ich immer unterwegs. Meine kleine Farbpalette kennt ihr vielleicht schon aus dem Film, den es extra für diesen Reisekasten von mir gibt. Das ist die Winsor & Newton Pocket Box. Ein sehr praktisches kleines Kästchen mit allem, was man braucht, um draußen malen zu können. Hier gibt es eine kleine Wasserflasche. Die ist natürlich ein bisschen zu klein für größere Motive. Und das ist der Wassertank hier und den kann man bei diesem Kasten sogar hier vorne aufstecken, sodass ich, wenn ich jetzt keine Bank habe wie hier, was natürlich toll ist, aber was man ja nicht immer hat, kann ich mit dem Buch auf dem Schoß einfach hier mit diesem Kästchen malen. Die Farben in dieser Pocketbox sind auch sehr schlicht und einfach gehalten. Das ist jeweils eine kalte und warme Variante, einer Grundfarbe, also gelb in kühl und warm, rot in kühl und warm, blau, grün und ein Sienna gebrannt und ein Umbra gebrannt ergänzen die Farbtöne im dunklen Bereich. Dann habe ich noch in meinem Rucksack hier einen kleinen Reisepinsel, den kann man hier so zusammenstecken, das ist auch eine praktische Sache. Dieser ist jetzt von Escoda. Die Marke weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Es könnte ein Versatil oder ein Perla sein. Escoda hat viele, viele Reisepinsel, die auch alle recht gut funktionieren. Das ist jetzt ein Synthetikpinsel. Dann habe ich immer noch eine Flasche mit Wasser dabei. Hier haben wir ein bisschen wenig Wasser nur drin. Das reicht oft nicht, um dann auch Wasser nochmal nachladen zu können. Und ganz wichtig, die Küchenrolle oder ein Baumwolltuch, um den Pinsel, um die Feuchtigkeit des Pinsels ständig variieren zu können. Dann ist für mich immer wichtig, die Mütze aufzuhaben und eventuell auch ein Mückenspray dabei zu haben. Hier in Schweden am See gibt es viele Mücken und da sollte man vorbereitet sein. Sonnencreme, wenn man in der Sonne sitzt, ist wichtig. Und ganz wichtig natürlich noch für die Plein Air Ausrüstung ein Hocker, damit ich nicht auf Bänke oder Stühle angewiesen bin, denn bei den schönsten Malmotivplätzen gibt es meistens keine Bank dazu geliefert. Für die größeren Plein Air Projekte habe ich natürlich meine Staffelei dabei. Das ist die Staffelette von Gerhard Hillmeier. Die benutze ich seit einigen Jahren. Ich habe vorher auch andere Feldstaffeleien ausprobiert. Was ich an der Staffelette so mag, ist, dass sie so stabil ist. Stabil, gut durchdacht und einfach klasse. Nicht zu schwer. Ich baue die mal auf hier, da könnt ihr einmal schauen, wie das funktioniert. Dann gibt es hier dieses schöne Brett, schön gemacht hier mit einer Leiste, damit nichts runterfallen kann und mit diesen Löchern, um auch Pinsel unterzubringen, nachher während des Malens. Das schiebt man einfach drauf
und schraubt es fest. Alles wirklich stabil und solide gemacht. Ich habe das schon jahrelang und es ist immer noch ganz super in Ordnung alles. Und ich habe eine sehr stabile, schöne Ablage für meine Malutensilien. Dieses Fotostativ, auf dem das hier alles drauf montiert ist, hat den Vorteil wirklich, dass ich mit einem Griff hier die Neigung meines Blattes verändern kann. Ich kann auch diese Richtung sehr schnell verändern und ich kann natürlich durch die drei Füße des Stativs Unebenheiten im Gelände super ausgleichen. Dies hier ist mein gewohntes Sperrholzbrett, lackiert, weiß lackiert, mit aufgezogenem Bogen, Arschbüttenpapier mit Tesakrepp einmal rundherum aufgezogen. Das bereite ich immer zu Hause schon vor und habe auch einige Blätter in Reserve dabei. Jetzt wird es hier eingespannt, auch wirklich mit wenigen Handgriffen zu erledigen. Und so kann ich dann beginnen zu malen. Die Pinsel für meine Plein-Air-Malaktionen unterscheiden sich nicht groß von den Pinseln, die ich normalerweise auch benutze. Das ist jetzt hier eine Auswahl meiner gewohnten Pinsel. Ich glaube, für die Pinsel gibt es auch schon einen extra Film hier auf YouTube. Meine superleichte Aluminium-Leerpalette nehme ich zum Plein-Air-Malen genauso wie im Atelier. Da sind meine Grundfarben drin, die ich benötige zum Malen. Und ich habe genug Mischfläche, um auch draußen gut zurechtzukommen. Und hier ist die Ablage, da liegen schon meine Pinsel. Und die Palette passt drauf. Und jetzt zeige ich euch gleich, wo ich das Wasserglas noch hinstelle. In dieses alte Plastikgefäß kommt mein Wasser rein. Das findet hier auch noch Platz mit auf dieser Mischfläche, die ich ja nicht komplett jetzt brauche für mein Bild. Küchenrolle ist natürlich hier auch wichtig für mich immer zum Regulieren der Feuchtigkeit im Pinsel. So, jetzt ist alles aufgebaut und ich kann mit meinem Motiv beginnen. Thank you.